Hallo meine Freunde und herzlich willkommen, ich darf euch begrüßen. Ich freue mich natürlich, dass ihr im Start seid, ich hoffe es geht euch gut, ich hoffe ihr hattet soweit eine geile Woche, beziehungsweise einen Wochenanfang. Und heute gibt es Protect Akali tatsächlich, jawohl. Ja, der Skin ist neu, der Skin ist wahrscheinlich ziemlich cool, das werden wir jetzt rausfinden. Ich bin ja sowieso ein Shinobi und weil ich ein Ober-Shinobi bin, habe ich mir gedacht, ja, Akali Midlane, Akali Botlane ist alles viel zu einfach, wir machen jetzt Akali Jungle. Und ich glaube, wir werden invaded, nice. Es geht also direkt los. Um es mal kurz zu spoilern, Akali Jungle ist vermutlich Turbo-Scheiße. Ja? Ihre Laning Phase ist schon schwierig, ich glaube. Geht weg. Ach Leute, muss das sein? Ganz ehrliche Frage, muss das sein? Geht ihr jetzt bitte weg? Muss das sein? Kiana? Hallo? Hallo Team! Team! Guys, irgendwas, irgendwer, irgendwo, irgendwie. Den gebe ich nicht ab. Oh Mann, ey. Oh. Sheesh. Invaden auf dem PBE, ne? What I doing? Ja, gar nichts. Aber ist okay. Ich könnte jetzt Tilt sein, ich könnte jetzt Mad sein, ich könnte irgendwas sein. Aber ist okay. Das große Problem, was wir jetzt haben, zum einen ist wahrscheinlich der Red Buff weg. Und zum anderen, mein Jungle ist sowieso unglaublich bad. Ich glaube nicht, dass wir... Oh, welcome! Ja, hallo? Guten Tag! Grüß dich! Welcome, Schmelke! Oh, lol! Aber das klappt doch nicht, oder? Guck mal! Öffnet sich eine Tür? Oder beziehungsweise geht eine zu? Geht eine andere auf? Das ist ja der Oberhammer! Also ich würde das als absoluten Oberhammer bezeichnen. Ich habe einen Full Easy Buff bekommen und einen Kill. Guck mal Leute, das ist doch, ne? Das ist doch schön. Ah, richtig schön. Die Frage ist, ob wir das Ding jetzt hier nochmal können, weil wir brauchen A, 224 Jahre dafür und B, könnte natürlich sein, dass der Gegner kommt. Grundsätzlich, Akali Jungle, wie gesagt, super schlechter Clear. Solltet ihr unbedingt nicht nachmachen. Natürlich gibt es immer Leute, hey Tobi, kann man Akali jungeln, kann man Irelia jungeln, kann man den jungeln, kann man das jungeln. Im Prinzip könnt ihr alles jungeln. Ich hoffe, wir kriegen den. Wir haben keinen Smite. Im Prinzip könnt ihr wirklich alles jungeln. Nur je schlechter euer Champion im Jungle ist, umso wichtiger ist es, dass ihr früh gankt. Ja, das heißt, dass ihr früh einen Kill bekommt. Hier zum Beispiel. Nein, Level 2 Gank. Hm? Mit 200 B. Hm? Das würde man nicht erwarten. Und genau deswegen machen wir das jetzt. Würde man nicht erwarten und deswegen geht's jetzt los. Shinobi Snack. Okay, das war ein bisschen Int. Aber machst du das irgendwie noch? Ja. Sehr, sehr schön. Okay, der Red Buff ist wahrscheinlich weg. Wir können mal gucken, ob wir die Vögel schaffen. Wir machen da eine Q rein. Zack, ein Smite. Jetzt kiten wir back, gehen hier rüber. Gehen jetzt hier rüber. Machen die Q. Auto-Attack. Also ihr könnt mich einfach die neugeborene Jungle-Legende nennen. Es ist einfach so, wie es ist. Oh, okay, never mind. Vergesst, was ich gesagt habe. Na gut. Also, ne, deswegen früh ganken, damit ihr, wenn ihr ein bisschen Geld habt, dann meistens ist der Early Jungle Clear nur eine Katastrophe. Irgendwann geht es dann. So, einmal die Q hier durchgelunzt. Sehr gut. Wir sind schon Level 3. Wahnsinn. Red Buff wird weg sein, aber es ist fein. Wir machen damit die Golems und dann gehen wir shoppen. Akali, für alle, die es nicht mitbekommen haben, aber sich irgendwie trotzdem für Dinge interessieren, auch wenn sie sich nicht unbedingt dafür interessieren, aber sie trotzdem gerne hören würden, wurde gebufft change, das heißt, sie hat ein besseres Late Game bekommen durch bessere Scalings, da gehen wir gleich drauf ein. Allerdings hat man gesagt, okay, hey, ne, wir geben dir was, wir nehmen dir was. Und zwar hat man ihr, ja, wie sagt man, Survivability genommen, das heißt, ihre W hält jetzt deutlich kürzer. Ich glaube, das waren ganz, ganz früher mal 10. Dann waren es mal 8 und jetzt sind es 5. Na, es ist super, super wenig, wenn wir ehrlich sind. Dafür hat sie jetzt auf der Q 10% mehr AP-Scaling. 10% Flat-Scaling. Das ist ziemlich cool, vor allem, weil die Minions oft so noch mit einem HP oder so überleben, mit 1%. Und das könnte jetzt vielleicht so ein bisschen da entgegenwirken. Außerdem hat ihre E ein richtig heftiges Scaling bekommen. Und zwar pro Instanz 50%, Leute. 50% pro Instanz, das ist super, super heftig. Das sind insgesamt 100%, ja, wer hätte es gedacht. Giga heftig. Holy shit. Das ist natürlich das Problem, das sind alle Scalings. Das bedeutet, jetzt im Early Game ohne AP sind wir noch genauso wie vorher. Vielleicht sogar ein bisschen schlechter, weil natürlich auch die Passive mal genervt wurde vor 2-3 Patches oder so. Ja. Aber dann wurden auch noch andere Dinge gemacht. Und zwar ihre W müssen wir jetzt nicht mehr maxen.
Denn ihre W gibt jetzt auf Stufe 1 schon 80 Energie und der Cooldown geht nicht mehr runter. Das heißt, wir können jetzt auch unsere E als zweites maxen. Bezüglich der AP-Scalings habe ich mir Folgendes gedacht. Grundsätzlich das Problem bei Akali ist, du baust sie nicht auf AP. Also klar, du baust einen Gunblade und im Gunblade kostet 3-4. Sind einfach 2000 Gold ganz grob mit Rezept drin, die nur in AD gehen. Komm, naja, das wird nix, aber... Ja, wobei, jetzt, Smite ist drauf. Wir laufen hier vorbei, wir machen die Q, wir machen das E, wir springen da raus, wir machen so. Wir laufen hinterher. Was will sie machen? Sehr geil. Sehr, 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 sehr geil. Also, wir bauen nicht wirklich viel AP. Akali ist wie Fizz so ein bisschen. Tryharders, die haben mich invaded, die Typen. Naja, und du hast dann im Late Game so 300 AP oder so. Das heißt, man profitiert nicht so krass von den Scalings. Aber... Shinobi, Slip, Autotech, W, Fre. Alter, ich bin einfach eine Maschine. Ich kann nur meinen Satz nicht beenden, weil ich immer so viel Scheiße labern muss. Ja, okay, was passiert hier? Ja, er ist Level 5. Ja, das klappt doch nicht. Oh shit, ich wollte eigentlich runter. Jetzt könnte es sogar klappen. Aber ich habe bald irgendwann in 20 Jahren wieder eine Bubble. Geh weg. Gehen Sie bitte fort. Hier ist eine Q für dich. So. Red Buff kommt. Also, was ich meine ist, sie profitiert nicht so viel von APs Gang Buff, weil sie keine AP baut. Also, wie wäre es, wenn man einfach mal AP baut? Klingt verrückt. Ist vielleicht auch verrückt. Das heißt, wir bauen kein... Also, werfe ich einfach mal in den Raum. Wir bauen kein Gunblade, sondern bauen irgendwas, was richtig viel AP gibt direkt. Was für Möglichkeiten hätten wir? Wir könnten Ludens bauen. Ludens wäre die beste Möglichkeit, aber Ludens gibt natürlich Mana. Ist jetzt nicht so geil. Vor allem jetzt im Jungle, weil wir sowieso so einen Ludens kriegen. Ja, das ist eher uninteressant. Hier ist auch Mana drauf, natürlich unglücklich. Ansonsten Protobelt. Protobelt ist aber ähnlich wie Dings, wie Gunblade, hat halt auch sehr wenig AP. Ne? 2000, klar, kostet nur 2,5, aber hat nur 60 AP. Was hat viel AP? Im Prinzip Spellbinder. Spellbinder wäre wahrscheinlich eine ziemlich coole Möglichkeit. Problem bei Spellbinder ist, dass es... Ja, Akali macht ja nicht so... Wie Talon macht so. Freng, 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 tot. Akali macht er so. Freng, schnirbadum, preng, rolle, rolle vorwärts, rolle dies. Ne? Und also sie braucht so ein bisschen, um Gegner zu töten. In der Zeit läuft wahrscheinlich der Spellbinder aus. Versteht ihr, was ich meine? Versteht ihr. So, was machen wir? Wir brauchen erstmal Level 6. Wir machen mit Golems. Oder sollen wir mit Blue machen? Oder Golems und Blue? Nee, scheiße, wir clearen nicht so viel. Wir gehen jetzt Blue machen und dann gehen wir Mitte ganken. Das müsste passen, oder? Reicht es nicht? Mal gucken. Botlane bräuchte vielleicht ein bisschen Hilfe. Müssen wir gleich mal beginnen. Fokus auf jeden Fall auf Botlane, würde ich sagen. Botlane, Midlane. Midlane, weil es wahrscheinlich relativ einfach zu töten ist. Sie will schon wieder mit ihrem Smite hier meinen Blue holen, glaube ich. Die Irelia, die ist hier in der Nähe wieder. Also man könnte natürlich auch Lichbane first bauen, ist jetzt nicht so geil meistens, ne? Wir können auch einfach Rabadons first kaufen, Leute. Wäre das was? Ich weiß es nicht. Wir gucken mal, wie es läuft und dann gucken wir mal, wie es läuft. So, eigentlich wollte ich ja nicht Toplane ganken, aber das ist, glaube ich, echt komplett free. Und wir haben einen Dark Seal, ne? Deswegen würde ich sagen, komm, lass dich baiten, lass dich jetzt, du musst halt herrennen. Ja, so geht's vielleicht auch. Okay, das ist etwa... Okay, das war jetzt... Alter! Also, um nochmal... Also, Leute, das hat mich erstmal komplett off-guard gecatcht, muss ich sagen. So komplett. So, irgendwie war ja so, hä? Fußspuren? Außerdem ist der Ping natürlich hier so hoch, ne? 122, Leute. Also, wenn... Es laggt immer auf dem Server, ne? Es ist immer laggy-laggy. Ne? Nicht, dass ihr denkt... Es ist laggy. Okay, also das war... Sind wir ehrlich? Scheiße. Macht das Ganze aber auch spannender, ne? Finde ich immer gut auf dem PBE, weil auf dem PBE hast du oft so Games, dann rollt der eine und dann rollt der andere und dann roll ich und dann ist auf einmal das Game vorbei. Geil war das aber nicht, sind wir ehrlich. Ich hatte Pläne, aber also ich habe geeht vorhin oben, aber irgendwie hat sie mich in meiner E gestunt und dadurch habe ich nicht geeht. Und dann wollte ich noch ulten und dann war alles vorbei. Everything was forever vorbei. So, was machen wir jetzt? Midlane wird gekillt, das ist sehr gut. Botlane liegt der Fokus. Wir haben halt nur gerade keine Ultimate, das ist ein bisschen unglücklich. Wir können ja mal pingen, dass wir runterkommen. Es gibt aktuell, ist das der Irelia-Skin? Den hat sie den übrigens? Da gibt es nämlich einen neuen, habe ich gar nicht drauf geachtet. Vielleicht engagen die Gegner. Oh ja. Ich bin da, allerdings weiß ich nicht, wen wir töten sollten. Am besten... Ja, okay, also ich würde sagen, wir gehen einfach rein.
All, Alter, ich kann überhaupt nichts machen. Ich würde sagen, ich bin einfach mal raus hier. Ja, ich hatte keine Ult und ich glaube, Draven und Yuumi sind halt turbo useless. Ich glaube, und sie hatten halt eine Pyke-Ult und eine Warwick-Ult. Das ist halt viel mehr als, wir hatten halt nichts. Ne? Draven-Ult ist nutzlos, meine Ult war gar nicht da. Und Yuumi-Ult ist halt, naja, ne? Gibt's Besseres. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall ein Problem. Wir müssen echt gucken. Ja, Ultimate Cooldown wird übrigens auch erhöht, ne? Der ist jetzt ein bisschen länger, hat man dann auch gesagt, ne? Das heißt, du killst nicht ganz oft, Leute. Ich würde sagen, wir clearen mal noch ein bisschen den Jungle. Ich glaube, ich habe noch kein Taunty dieses Game gemacht, kann es sein? Kann sein. So, mittlerweile geht das auch ganz okay, hätte ich gesagt. So, Toplane stirbt jetzt auch. Eieiei, das wird echt ein schwieriges Game werden sonst. So, töten wir mal Midlane erstmal, würde ich sagen. Gehen wir erstmal Midlane getten. Der ist eigentlich 1-4, also nicht so wirklich worth. Am liebsten, ich glaube, wir gehen nochmal Botlane direkt. Ist mehr worth. Ich hoffe, dass hier kein Ward ist. Go, go, go. Da, die Jinx, die holen wir uns. Wer hat hier die Kills? 2-1, 3-1. Let's go. Leute, let's go. Da, sehr, I see me. Sehr, sehr, sehr gut. Sehr, da, die. Smite drauf. Ult drauf. E drauf. E drauf. Snap. Prä. Und Slap. Sehr schön. Shinobi. Shinobi get. Sehr, 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 sehr schön. Ja, wir könnten natürlich einen Mage-Eis kaufen. Das würde unser Mana-Problem beben. Oh, Platten, Leute. Oh, Plattenturm. Oh, Plattenturm. Wie viel Gold hast du heute für mich dabei? Ich platte nicht nur im Sommer, ja. Ich platte auch im Winter, na. Oh, Plattenturm. Gib mir eine noch, eine noch. Draven, greif mal mehr, das Ding hier an. Help, Cent. Oh, ja. Oh, ist das geil. Oh, das ist so geil. Es gibt wenige Dinge, die so geil sind wie das hier, Leute. Kann man definitiv sagen. Wenige Dinge. Oh Gott. Mach noch, ja, okay. Gut, der Pike ist hier, der kann ja nichts. Wir haben 2000 Gold, wir sollten unbedingt shoppen. Die Frage ist, gehen wir jetzt ein Gunblade? Ich meine, Slow haben wir ja. Sollen wir einfach Rabadons bauen? Weiß ich nicht. Gute Fragen, nächste Fragen. Gute Fragen, nächste Fragen. Komm, wir kaufen einfach mal einen großen Stab. Vielleicht gehen wir Spellbinder, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht, Leute. Fragt mich nicht, woher soll ich es denn wissen? Ich weiß es auch nicht. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich noch Latte habe. Kaum bist du Botlane weg, sterben beide. Man kennt es. Man kennt es, man kennt es, man kennt es. Die Botlane. Wo man lebt, lebt und platet. So. Bei Qiyana, wie findet ihr übrigens Qiyana mittlerweile, Leute? Schreibt mir das mal unbedingt gerne, weil ich finde Qiyanas Konzept irgendwie cool. Und sie macht Spaß, aber sie ist irgendwie gefühlt auf jeder Lane komplett scheiße. So. Wir haben Ult. Hey, irgendwas wurde... Leute, irgendwas war hier gerade komisch. Ich hatte meine E doch auf Vayne, auf Jinx, oder nicht? Ich wurde, meine E ist gar nicht zu Jinx gegangen. 1-7 Botlane mit Attack Speed, ne? Attack Speed ist bei Draven so, ne? Also ja, wenn du die ganze Zeit stirbst, okay. Ah, der ist halt auch super fett, ne? 7-2 ist der mittlerweile. Kein Wunder, warum ich da auch so schnell sterbe. Das Problem ist natürlich, na, deswegen sagt man auch Never Gank. Ich meine, das war jetzt kein direkter Gank, ich war ja alleine gegen beide. Aber... Ne, 7-2, der ist halt super big. Der hat mehr AD als unser AD-Assassine. Also ist halt wirklich so, ne? Er hat hier schon die beiden Dinger, sie hat halt nur das. So, wir gehen. Ich glaube, wir clearen mal erstmal ganz kurz ein bisschen hier weg. Clear, 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 clear. Zack. Also ich würde euch natürlich immer noch weiterempfehlen, Gunblade zu bauen. Ne? Nicht, dass ihr sagt, ja, Tobi, Gunblade ist immer noch gut. Ja, ist wahrscheinlich gut, ne? Aber neue Dinge werden erst gefunden, wenn man sie auch ausprobiert, ne? Das ist wie in TFT. Gibt's halt die Leute, die jede Runde dasselbe spielen in TFT. Und dann gibt's mich. Der einfach, keine Ahnung, Rengar Carry ausprobiert. Oder vielleicht mal eine Evelyn, die wurde jetzt gebufft. Oder keine Ahnung was, ne? Neue Dinge eben. Neue Dinge, neue Dinge. Okay, mich trifft hier einfach eine Rakete oder was? So, können wir da oben was machen? Ich bin unterwegs. Ich komme. Ich muss gucken. Och, Mann.
Das ist natürlich jetzt sehr, sehr unglücklich. Vielleicht können wir sie noch töten, aber was, ich meine, sie wird mich jetzt chillen. Wir machen mal ein Ward hier rein. Okay, ich wurde gesehen. Wir haben gleich eine Ult. Auf Warwick habe ich keinen Bock. Irelia könnten wir töten, ist aber wahrscheinlich unwahrscheinlich. Wahrscheinlich unwahrscheinlich. Da ist ein Ward. So. Da ist Warwick. Da ist Irelia. Irelia. Oh shit, was ist denn hier los? Hat der Flash? Das ist sehr nett von dir. Ich habe allerdings noch ein bisschen was mitgebracht. Ich habe geflasht, ich schwöre. Ich habe geflasht. Ich habe geflasht, aber ich glaube, das kann... Das liegt natürlich auch am Ping so ein bisschen. Ne? Ich hätte früher flashen müssen. Also es war mein Fehler. Es ist nicht so... Also ich habe aber geflasht. Da schwöre ich drauf. Aber das ist halt... Da musst du halt früher flashen. Sonst klappt das hier nicht. Aber ist okay. Es ist nur gerade echt ein bisschen tough. Ne? Es steht 11:20. Alle sind am Feeden, außer ich und Kiana. Also wir feeden auch, aber wir killen, während wir feeden. Botlane ist ein bisschen farm, das nehme ich mal mit. Wir müssen jetzt halt, einzelne Leute suchen. Suchen und finden. Wir müssen uns auch mal ihre Dings angucken. Ich habe noch gar nicht gesehen, wie das alles aussieht. Wie findet ihr denn den Skin? Ich finde, der sieht auf jeden Fall cool aus. Vor allem in Weiß. In Türkis sieht der auch sehr, sehr cool aus. Also es gibt da viele verschiedene Farben. So, die müssen jetzt One-Shot sein. One-Shot? Okay, jetzt habe ich einen Punkt. Und jetzt müssen sie One-Shot sein. Lasst uns mal schauen. Ich glaube, wir nehmen noch einen Fixie Golems mit. Wir müssen, glaube ich, kurz Power farmen. Ne, Irelia ist Level 12. Holy fuck. Level 12 ist die Frau. Das ist natürlich super heftig. Super, super, super heftig. Oh Mann, die Leute feeden zu viel. Hört auf. Hören Sie auf damit. So, jetzt One-Shot. One-Shot. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Slap. So, sollen wir vielleicht, kommt, passt auf, Leute. Das Beste, was wir jetzt machen können, wir, also vielleicht können wir auch zum Team gehen, kann man darüber diskutieren, aber, wir holen uns XP und Geld und den Turm fürs Team. Ja, da in der Mitte, wahrscheinlich sterbe ich da einfach nur, wahrscheinlich können wir da eh nichts machen. Das Einzige, was ich machen könnte, ist vielleicht, dass mein Team nicht Turbo-intet, aber hier unten kriegen wir wenigstens ein bisschen XP und den Türen, eventuell, hoffentlich. Eventuell, hoffentlich. Allerdings hoffe ich jetzt nicht, dass mein Team jetzt hier komplett die Mitte verliert. Das wäre tatsächlich schlecht. So, wir haben jetzt aber, guck mal, ein bisschen XP bekommen und jetzt gehen wir einfach von hinten ans Gegnerteam ran. Oder wir pushen weiter. Ne, wir gehen jetzt, ich glaube, die machen gerade ein bisschen Pressure. Jetzt könnten wir, da war zwar ein Wort, aber scheiß drauf. Jetzt könnten wir unter Umständen jemanden von hinten abholen. Ne, weil Pike geht jetzt auch gerade rein. Ich komme, allerdings werden die beiden sterben, die drei. Ah, oh, Warwick kommt auch noch. Oh Gott, ihr seid alle tot. Ja, na jetzt stehe ich hier, aber Irelia ist auch unten. Na na ni. Later! Könntest du, obwohl, können wir den nicht einfach töten? Oh, der Flash, also jetzt habe ich es gerade richtig gemerkt. Also ich habe geflasht und der Flash ist halt wirklich turbo langsam. Also du musst wirklich früh drauf drücken. Können wir den noch getten, ist die Frage. Das ist Pike, der springt gleich hier über die Mauer drüber. Mach was. Irgendwas. Alter, er ist einfach... 11-3! Er ist einfach giga-broken. Okay, was kaufen wir jetzt? Spellbinder, ich glaube, Spellbinder ist in dem Game nicht gut, weil wir brauchen, glaube ich, permanent viel Schaden und nicht nur auf eine Person, ne? Zum Beispiel hätte ich das jetzt hier gemacht, hätte ich den Djinn für den Djinn benutzt und nachher wäre leer gewesen. Ich glaube, ganz ehrlich, wir gehen einfach Rabadons, ne? Man muss es einfach ausprobieren. Rabadons haben wir fertig. Als First Item jetzt nicht so gut, aber wir haben ja auch schon das Jungle-Item. Deswegen geht's, ne? Und dann haben wir jetzt auch viel AP schon mal. Vielleicht bauen wir noch ein Gunblade, mal gucken, ich weiß es nicht. Aber guck mal, 350 AP haben wir jetzt schon mal. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Und alles, was wir jetzt draufpacken, das quadripliziert sich, ne? Das, bam! Ne, kaufst du 20 AP, hast du 100. Kaufst du 40, hast du 5000. Bumm! Na, das ist ein schönes Gefühl. Das hier, 2.11, ist kein schönes Gefühl. 1.5 ist auch kein schönes Gefühl, aber ne, man könnte sagen, so, hey Leute, Flame, Flame, Flame. Aber ich sag, das ist noch alles viable hier. Schwer viable, weil wir haben keinen Tank, wir haben keinen CC, wir haben nichts. Aber, ne, was soll's? Wieso ist eigentlich immer mein Team das ohne Tank und ohne CC? Wer kann mir das erklären?
So, guck mal, wir haben jetzt die hier. Dann nehmen wir uns auch schnell den Red Buff. Schnell, in Anführungsstrichen. Ultimate ist auch wieder ready. Pike ist hier. Oh, shit. Wir müssen gucken, dass er nicht kommt. Ne, okay, er ist noch in der Mitte. So, guck mal hier, die E. Guck mal, die macht auch echt ordentlich Schaden. 370, eine Instanz. Oh, nice, die haben Pike gekillt. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr, sehr geil. So, ich komme, Team. Ich bin unterwegs. Hab leider nur gar keine Energie, keine Bubble, nix. Wäre aber unterwegs. Oh, shit. Die schaffe ich, glaube ich, nicht. Die ist Level 13. Ja, shit. Ja, das hätte ich besser machen können, aber... Es ist halt auch schwierig, wenn wirklich jeder fett ist und mit einer Autotacke dir 20-30% abzieht, ne? Das ist schon nicht ganz ohne. Wir brauchen auch ein Stundenglas und ich hatte keine Bubble, ne? Ich hatte keine Bubble. Das ist halt das Problem, ne? Hast du keine Bubble, hast du keine Bubble, kannst du so sagen. So. Guys, we can win this game. Wir gucken uns mal eben die Animation von Akali an. Na, die habe ich noch gar nicht gesehen. So, machen wir mal eins. Das ist immer noch diese... Oh, das sind so, so Space-Nudeln. Sieht aus wie so ein Bandwurm oder sowas. Dann haben wir... Das einfach. Ach, das sind die normalen Sachen, oder was ist das? Das ist doch so ein teurer Skin, hat der keine neuen? Also so ein bisschen neu war es ja, ne, mit den Space-Nudeln. So, ich habe leider keine Ult. Wäre aber da. Hätte Bock. Ich hab Bock, Leute. Können wir den da nicht machen? Guck mal. Ah, das war nicht der, den ich wollte. Und wenn ich da jetzt reingehe, werde ich sterben. Und schon wieder tot. Ach komm, das ist die sind alle zu fett. Hier ist halt wirklich jeder einfach zu big. Aber ich gebe nicht auf. Wir bräuchten halt einen Tank. Das wäre echt geil. Ich meine, ich könnte auf Tank. Aber ne, ich bin auch der Einzige, der Schaden macht. So ein bisschen ehrlich. Die haben halt einfach keinen Tank. Also sie baut ja so ein bisschen Tank, aber... Auch nicht so ganz. Sind halt auch alle, ne, Level 14, 13. Sind alle sehr, sehr hoch. Komm, tötet den Warwick. Sehr gut. Ne? Sehr gut. Da muss man das Team hochloben. Good job. Ne, wir verlieren zwar gerade unsere Basis, aber good job, Leute. Können wir jetzt was machen? Wen muss ich töten? Eigentlich Irelia. Ach, das ist der neue Skin, ja. Irgendwen. Eigentlich ist es fast egal. Later! Later, Shinobi! Shinobi! Shinobi, den werden wir nicht kriegen. Oh, lol, der geht all in! Lol, da war es ein bisschen gut. Shinobi! Nice, nice, nice. 2300 Gold. Die Frage ist: Gehen wir ein Stundenglas? Bringt mir ein Stundenglas was? Ein Stundenglas ist in solchen Situationen geil. Du tötest jemanden, dann machst du Stundenglas, während du in allen Gegner bist und wartest, bis dein Team was macht. Das Problem ist, dass ich ja keins habe. Beziehungsweise, ich habe ein Team, ich bin froh mit meinem Team, weil sie sind, ja, der eine wollte aufgeben, aber, sie sind nicht toxic, Leute. Also so, hey, ne, Draven ist scheiße, Yumi ist scheiße, der ist scheiße, die haben Bock anscheinend, also so Halbbock, so kann man sagen. Ne? Gunblade, ich meine, dann könnte ich jemanden instant löschen. Hero Reduce? Naja, vielleicht. Void Staff? Oh ja, wir gehen Voidini, Leute. Den großartigen Voidini gehen wir als erstes. Scheiß auf den Ring. Voidini. Zack, AP 450er. 450er? Jetzt können wir auch die ganze Magieresistenz. Ich meine, hier ist welche. Ne, hier, da, dort. Und was noch alles kommt. Voidziff ist immer gut. So, ich bin da. Ich habe leider noch keine Ult, aber ich wäre da. Okay, ja. Ich würde sagen, das ist ja, das hat doch nie im Leben getroffen. Und er one-shottet mich einfach. Das ist natürlich jetzt unglücklich. Jetzt haben wir, glaube ich, verloren. Unglücklich. Oh, lol, das ist auch ein neuer Skin. Project, oder ist das... Ist das Mecha Warwick oder Project Warwick? Oder gibt's den schon? Ne, den gibt's nicht, ne? Sieht auch ganz cool aus, muss ich sagen. Ne, ich finde, zu Warwick passt das auch irgendwie. So diese... So, das kennst du aus allen möglichen Animes und Filmen. So diese Mecha-Hunde irgendwie. Das kennt man irgendwie, oder? Schon. Glaube schon. Okay, sehr gut. Irelia gekillt. Sehr gut. Ich bin auch gleich wieder da, Leute. Nice, 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 nice. Leute, das gewinnen wir noch. Ich hole mir Jinx. Oder wird der Warwick hat ja schon wieder ult? Weiß ich nicht. War das ein Point, ein Clickpoint? Nee, war es ein Sprung. Sprung, Sprung, Sprung. So, ich bin da. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Okay, und jetzt den Hund. Jetzt den Möter. Nee, wir holen uns Pike, Leute. Pike holen wir uns. Ach, das ist Jinx. Nee, wer ist. Leute, ohne Witz, die Skins. Mach mich verrückt. Wer ist denn das hier?
Ich blick da gar nicht mehr durch, wer das alles hier ist. Das da, also jetzt sieht man's, aber ich finde der Skin von Pike und von... Tötet ihn? Nein, sehr gut. Ich bin zwar einfach nur sinnlos gestorben, was daran liegt, dass einfach Pike mich mit einer Ult komplett halb tötet. Na, 700, Leute. Ah, ne, stopp. Hier, 400 durch die Ult. 400, ist aber auch ordentlich, ne? Und 400 hierdurch, fast 400. So, Stoppwatch haben wir jetzt auch. Bisschen Armor schadet auf jeden Fall nicht. Wir kommen mal wieder so ein bisschen ins Game. Draven ist jetzt schon bei 3 Kills, ne? Das ist was, Leute. Ne, diese einfachen Games, das ist doch nichts, ne? Diese Games, die hochgeladen werden und dann hast du nach 20 Minuten gewonnen. Ne, siehst du das Gameplay, oh, 20 Minuten weißt direkt, ja, ne? In 20 Minuten Lose wird er nicht hochladen. In 20 Minuten Win wird es also sein. Weißt direkt, ja, scheiße, ey. Aber hier, ne? Bam, da ist alles drin, Leute. Everything is in. Ich habe keine Ult. Okay, ich gehe da rüber. Mach so und gehe rüber und hau jetzt ab. Ich hätte zwar auch raus ulten können. Ne, hätte ich nicht. Ne, mein. Hätte ich einfach nicht. Ich habe mir einfach den Fernal gesnackt. Later. Ne, mit viel AP geht das auch einfacher, weil ich habe ihn nicht gesmited, sind wir ehrlich, ich habe ihn gecued. Okay, jetzt müssen wir kurz aufpassen. Oder? 4 Sekunden auf Ult. Ich bräuchte den Radarkappenanalysierer, Leute. Later. Ja, komm her, du Drecke. Nein, geh weg. Der wollte bestimmt gleich ulten, deswegen habe ich direkt gebubbelt. Pike literally lives in Japan, 19 IMS. Ja, der Pike ist wirklich, ne? So, aber das ist schön. Guck mal, schön. Machen wir mal eben Sonja, das haben wir gar nicht. Ne, Mann. Wie viel CD haben wir? 30. Wo haben wir 30er her? 10 Jungle-Item, ne? 10. Hier 10. Ne, gibt es Jungle-Item 20? Woher habe ich... Ach, Blue-Buff noch, okay. Wir haben leider kein Smite. Keine Ult, meine ich. Ohne Ult ist immer so ein bisschen schwierig, grierig. Gibt es einen Assassin, der seine Ult nicht braucht? Kha'Zix. Deswegen ist Kha'Zix auch einfach so stark. So, Leute, ich brauche noch ein bisschen. Ein bisschen, Leute. Wait. Ich meine, Pike ist ja nicht... Eigentlich könnten wir auch fighten, weil Pike ist nicht hier. Alter, ich mache übelsten Schaden. Übelsten Schaden. Oh, da muss ich rein. Ich muss. Und jetzt schon das. Okay, ging nicht. Ich war im Stun. Alter, ich mache so viel Schaden. Leider reicht es nicht. Komm, tötet noch den. Draven. Hast du noch Irila gekillt? Nee, hat er nicht. Komm, ja, Draven. Okay, das war's. Wir haben gleich wieder. Aber, ja, also ich mach super viel Damage. Aber ich kann nicht Stundenglasen. Und, ja, es war unglücklich. Wir können trotzdem einen GG schreiben. Ich hatte letztens welche auf dem PBE. Die waren, die haben richtig hart getriedet. Also unglaublich hart. Was ja okay ist. Ist ja okay, ne? Auf jeden Fall, und dann haben sie gesagt, sie wollen das VFFen. Also einer von uns hat geschrieben, ja, hey, beendet das endlich, ne? Weil es war wirklich over. Und die haben gesagt, nee, die beenden das nicht, die wollen das VFFen. Räudig. Ja, das war's mit Akali. Hat mir schon Spaß gemacht, war natürlich ein bisschen schwierig, ein bisschen schmierig, ein bisschen glierig. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, auf Wiedersehen und tschüss. Miau, miau.